nochmal, liebe Gäste. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur Grundsteinlegung für den Neubau unseres Gymnasiums in Kirchheim. Und wie Sie unschwer erkennen können, sind wir nicht auf dem Neubaugelände, sondern noch im Altbau. Das Gymnasium befindet sich ja inmitten des künftigen Ortsparks, inmitten von 100.000 Quadratmeter Grün. Und auch deshalb wird es ein Ort für Bewegung sein können, weil wir natürlich als Schule dann nicht nur unser Schulgelände, die großzügigen Freianlagen nutzen können, sondern auch alles darüber hinaus. Jeder gibt was in die Zeitkapsel. Die Gemeinde Kirchheim gibt in die Zeitkapsel das Erinnerungsbild, Sterbebild, wenn Sie so wollen, von unserem Altbürgermeister Hermann Schuster, der uns am 13. April diesen Jahres verlassen hat und der Begründer dieses Gymnasiums gewesen ist. Das Gymnasium ist in seiner Amtszeit entstanden und deshalb in Erinnerung an den Begründer dieser Schule, an unseren Hermann Schuster, lege ich sein Sterbebild mit in die Zeitkapsel und übergebe damit an den Schulleiter, an den Herrn Wermuth, der hat eine kleine Tüte mitgebracht mit einigen Sachen, die reinpassen. Mal gucken, ob das wirklich auch reicht, aber die ist ja groß genug. Als erstes habe ich einen Jahresbericht mitgebracht. Das war der erste Jahresbericht aus dem Jahr 1982-83. Und dann habe ich noch einen aktuellen Jahresbericht mitgebracht. USB-Stick dabei. Vielleicht können wir den auf USB-Stick reinlegen. Das ist dann ein bisschen platzsparender. Und der vielleicht so. Genau. Da habe ich hier noch diese Schachtel mitgebracht. Sie können es vielleicht schlecht erkennen. Kreide. Die haben gedacht, das ist nochmal so genau das Richtige, damit die, wenn sie das irgendwann mal aufmachen, vielleicht in 40, 50 Jahren, sich mal fragen, was ist das eigentlich gewesen? Denn das gibt es im neuen Gebäude nicht mehr. Das wäre noch ganz schön, wenn Sie das noch hineinbrichten. Jetzt bricht die Kreide, ich weiß, aber wir machen es trotzdem, da kommt es nicht drauf an. Smartboard. Schreiber, den müssen wir nicht reintun, weil es gibt ja noch Whiteboards dort und den kennen die noch, den brauchen wir gar nicht da reinzutun. Okay, da freut sich jemand, dass er was zu schreiben hat. Lieber Herr Bürgermeister, liebe Herren Bürgermeister, Herr Wermuth, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich dem Gebäude, seinem Entstehen und Wachsen und dem, was da drin läuft, von Herzen alles Gute wünschen. Wir setzen den Grundstein aber auch in einem Gebäude, was in einem ganz tollen Kontext steht, eine Gemeinde, die sehr aktiv ist, jahrzehntelange Geschichte verbindend fortzuschreiben und damit auch in eine Campusentwicklung zu gehen. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, dass die derzeitige Übersicht über die 29 Städte und Gemeinden des Landkreises München übersichtlich dargestellt und praktischerweise foliert. Wer weiß, wie das in 50, ich hoffe ja ehrlich gesagt, dass wir die Kapsel nicht in 50 Jahren aufmachen, sondern diesmal noch viel länger in der Erde lassen, vielleicht in 100, 200 Jahren aufmacht, wie auch immer. Und eines ist mir wichtig, deswegen stecke ich es mit hinein und dann bin ich auch schon am Ende. Ich hoffe, dass man sich in 50 oder 100 oder 200 Jahren oder noch später sehr darüber wundern wird, was das sein soll, nämlich diese Maske mit dem Wappen des Landkreises München, denn sie ist nun mal ein Wesen dieser Zeit und soll es dann aber auch für immer gewesen sein. Ich hoffe, dass dieses Gymnasium, wenn es irgendwann einmal steht und die Schülerinnen und Schüler und wer noch alles darin ein- und ausgeht, solche Masken nie wieder braucht und deswegen versenken wir sie jetzt in dieser Zeitkapsel. Ich danke und wünsche alles Gute. Also auch herzlichen Dank für deine Arbeit, die du als Vorsitzender von dem Zweckverband leistest. Ich weiß, dass das eine schwierige Zeit ist, aber auch Spaß macht, so wie du es ja dargestellt hast. Und noch mehr hoffe ich, dass du mit der Übung, die du jetzt hier machst, mit dem Schulbau, gute Erfahrungen für den nächsten Bau in den nächsten Jahren hast. Spaß am Rande. Wir zwei haben gesagt, wir machen das gemeinsam, dass es schneller geht. Deswegen darf ich gleich das Wort an Andi weitergeben. Ich bringe die herzlichen Glückwünsche aus Feldkirchen mit und ich habe ein Gemeindeblatt dabei. Und in dem Sinne wünsche ich mir einfach, dass die Baustelle ohne irgendwelche Unfälle vonstatten geht und fertig wird. Und ich wünsche mir natürlich auch, dass die Nutzer, die dann nachher im Gymnasium drin sein werden, genauso während der Nutzung im Gebäude, aber vor allem auch während des Schulwegs sicher hinkommen, sicher wieder heimkommen. Und in dem Sinne stecke ich das Gemeindeblatt in die Zeitkapsel. Also wir haben auch das Gemeindeblatt druckfrisch heute erhalten, auch mit dabei. Aber wir haben uns auch noch Gedanken gemacht und zwar habe ich etwas raussuchen lassen. Und zwar war das
das Buch Bayerns Archäologisches Jahr 2019. Da ist im Endeffekt ein Bericht mit drin, was auf der bestehenden Fläche archäologisch gefunden wurde. Jetzt schauen wir es um reinbringen. Also ich hatte die obligatorische Tageszeitung dabei. Mal schauen, ob wir sie noch reinbekommen. Falls nicht, auch nicht so tragisch, denke ich. Das Datum ist ja auch eingraviert, 1.7. Ich habe aber auch noch anderes dabei, und zwar eine Handvoll Münzen als Symbol dafür, wie viel Geld wir zur Verfügung haben, um überhaupt in Bildung investieren zu können. Und mir wäre es wichtig einfach, dass wir alle öfter mal innehalten und wertschätzen, dass wir in einem Land leben, in dem wir so viel Geld in Bildung investieren können. Und ich hoffe einfach, dass das auch in Zukunft so sein wird, denn das ist ein sehr hohes Gut. Ja, jetzt darf ich im Namen aller, die was mit reingegeben haben in die Zeitkapsel der Baustelle, alles Gute wünschen, insbesondere drei Wünsche in der Reihenfolge bitte auch zu beachten. Erstens, dass nichts passiert auf der Baustelle. Ich denke, das ist das Wichtigste für alle, die beteiligt sind. Zweitens, dass die Kosten in dem Rahmen bleiben, den wir vorgegeben haben. Und drittens, dass wir auch pünktlich fertig werden, weil wir wollen ja aus allen Klassenzimmern dann, wenn die Landesgartenschau gestartet ist, auch ins Gelände schauen können, das Gelände mitnutzen. Und wir gehen jetzt rüber auf die Baustelle. Vielen herzlichen Dank. Die Baukosten für das Gymnasium sind auf ca. 92 Millionen veranschlagt, wovon 15,7 Millionen auf die Gemeinde Kirchheim entfallen. Fertigstellung ist für November 23 geplant. Es wird ein sechszügiges Gymnasium für ca. 13 bis 1350 Schüler werden. Sehr gut. 2, 3. Leider hatte der Wettergott kein Einsehen und die Grundsteinlegung fand bei einem heftigen Regenschauer statt. Die Natur ist gut. Ja, jedenfalls.